Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir orakeln heute Köln oder beziehungsweise Leipzig gegen Köln so. Ich habe mich für Leipzig entschieden, auch wenn Köln das letzte Game irgendwie wieder gewonnen hat. Jetzt wird man sehen, ob sie sich wieder gefangen haben. Meine Tendenz ist schon möglich, aber sie werden trotzdem gegen Leipzig verlieren. Leipzig ist einfach zu gut drauf und die können sich höchstens wieder selber schlagen. Ah, shit, ich habe zu lange geträumt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich noch rüberlege, aber dann dachte ich mir so, ja, wir sind zu nah am Torwart dran. Ne? Das wird nix. Den schiebt er denn zu dicht an den Torwart. Jetzt. Ja, toll. Wäre gut, wenn du den Ball auch annehmen würdest. Ne. Das war nicht so ganz das, was ich gerne gehabt hätte. Ja, wie gesagt, eigentlich würde ich sogar davon ausgehen, dass... Jetzt. Abseits. Eigentlich würde ich sogar davon ausgehen, dass... Ja, sag ich ja. Dass Leipzig ein bisschen höher gewinnt, sind 3-1, 3-0, irgendwie sowas in die Richtung. Aber dadurch, dass Köln das letzte Woche eigentlich ganz gut gemacht hat, bin ich da ein bisschen skeptisch, dass das so easy wird. Ich denke mal, Leipzig wird sich zuerst ein bisschen überrumpelt fühlen. Aber trotzdem, ich kann mir nichts anderes außer einen Sieg vorstellen für Leipzig. Aber vielleicht belehrt mich Köln ja eines Besseren. Aber das wird schon so ein 2-Tore-Unterschied sein. Also so ein 2-0, 3-1, sowas. Also alles andere wäre schon sehr überraschend. Für mich. Alter. Jo. Okay. Also hier hätte er auch abpfeifen können, ne? Also Vorteil in der Situation zu bringen, wo mein Mann da umgegrätscht wird, ist schon ein bisschen strange. Oh. Ja, toll. Was war denn das für eine Flanke, Bro? Der sollte eigentlich komplett rübergehen. Ich muss ja sagen, ich spiele gerade auf Profi. Köln hält mich hier ganz schön in Schach. Ne, wir hatten ja gesagt, eigentlich Bundesliga wieder auf Weltklasse hochdrehen. Aber es lief letzte Woche nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, ey, oh, was war das für ein Pass? Ich weiß nicht, auch letzte Woche lief es schon komisch, als wenn irgendwelche Einstellungen hier getätigt wurden über Update oder so. Ich weiß auch nicht, es fühlt sich alles ganz komisch an. Manche Pässe landen überhaupt nicht da, wo sie hingehen sollen. Boah! Wie aggro sind die denn drauf? Was ist denn da los? Das war schon krass eben. War die zweite Attacke hier auf mich. Ja, hier nochmal. Torwart hält ihn. Hat er gut gemacht. Das ist mir letztes Mal auch schon so halbwegs aufgefallen, dass die Torhüter auf einmal sehr gut halten. Oh nein, wieso kommt diese Flanke denn nicht perfekt? Ja, kann man machen. Ah, jetzt. Ey, das gibt's nicht. Wieso hält denn der Torwart auf einmal alles? Als wenn sie da wirklich ein bisschen dran rumgefeilt hätten. Da kann er jetzt erstmal klären. Wird hier auf einmal alles Mögliche weggehalten. Nukeba. Nein. Bro. Sollte in den Strafraum gehen, der Pass. Also, keine Ahnung. Das ist wirklich strange, wie die Pässe hier teilweise nicht dort landen, wo sie landen sollen. Du drückst explizit in die... Auch der Pass sollte überhaupt nicht dahin gehen. Na geht doch. Ich habe mir schon langsam Sorgen gemacht, dass hier... Aber irgendwas haut da nicht hin mit den Einstellungen. Irgendwie ist das komisch. Die Pässe, das... Keine Ahnung. Vielleicht habe ich da irgendwas verpasst. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, ob da irgendwie irgendwas sich geändert hat an den Passoptionen oder sowas, dass sich da irgendwie... Ja, auch der Pass wieder totaler Crap. So. Ich habe neulich auch auf Instagram auch irgendwas zugeschickt bekommen.
Ich habe das Dortmund-Spiel nicht gesehen, das muss irgendwie Champions League oder so gewesen sein. Da hatte Dortmund wohl einen Angriff und der Schiri hat einfach abgepfiffen. So habe ich mich auch gerade gefühlt, wobei der Angriff von Dortmund da noch vielversprechender war. Und dann hat er das einfach weggepfiffen, wo du dir so denkst, okay, ja, das ist schon nicht cool, dass du da in so einem offensiven Angriff, wo jeder sieht, da könnte sich was draus ergeben, das Ding dann einfach zur Halbzeit wegpfeifst. Also das war schon nicht cool. Viel Vorwärtsdrang jetzt. So, rein damit. Ja gut, war nix. Da können Sie klären. Ja, kann man machen. Boah, wieso nimmt er den an? Wieso hat er den angenommen? Ich habe sofort auf Schießen gedrückt und er nimmt ihn da noch ganz lässig an. Da habe ich schon lange auf Schießen gedrückt. Ja. Ja, nein. Schade, da ist immer noch irgendwer dazwischen. Okay. Wieder ein ganz lockerer Aufbau. Okay, das ist auch komisch, ne? Dass man hier so... Ja! Na, oh, wieso? Was war das denn? Er hat wieder nicht geschießt. Er hat wieder nicht geschossen. Gibt's doch nicht. Er sollte schon lange davor schießen. Er hat ihn wieder angenommen. Und der... Ach so. Okay, hätte man vielleicht eben nochmal ein bisschen besser drauf achten können. Ich hätte jetzt schwören können, ist Ecke. Aber offensichtlich hat der Torwart den zurück an unser Bein manövriert und wir haben ihn dann ins Ausgestolpert. Boah. Ey. Grätschen brauchst du auch gar nicht mehr machen im Strafraumbereich. Also so bin ich nicht da reingegrätscht. Er sollte vor ihm lang grätschen. Guck mal, wie er reingrätscht. Er ist sozusagen rechts rum gegrätscht. Wenn man versteht, so Körperhaltung mäßig. Er sollte links rum grätschen. Also, nein. Ganz vergessen. Falsche Ecke ausgesucht. Boah. Also, was ist denn hier los? Ich muss nochmal vom Schwierigkeitsgrad her noch weiter runtergehen, offensichtlich. Also, das ist alles nicht cool. Pässe sind strange. Die Grätschen sind auch echt komisch. Guck mal, er läuft sich gar nicht richtig frei hier. Hätte da viel besser laufen können. Da passt nicht. Pässe gehen irgendwo hin, wo sie überhaupt nicht hingehen sollen. Jetzt. Oh, Jungs. Bin gespannt, wie das nächste Spiel wird. Also wenn das nächste Spiel auch wieder so komisch wird, obwohl das spiele ich mit Frankfurt, das wird dann anscheinend sowieso ein bisschen schwerer gegen Dortmund. Genau, schieße ihn einfach in die Ecke. Hätte man auch ein bisschen besser klären können, das Ding. Der Ball kommt rein. Ball ist erstmal wieder raus. Okay. Jetzt müssen wir echt aufpassen, weil die uns natürlich noch einen reindrücken wollen werden. Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwie an den Sieg rankommen. Tja. Stehen so viele Leute da rum und keiner geht ran. Den habe ich schon drinnen gesehen. Okay, langsamer Aufbau. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Fällt mir alles irgendwie nicht so richtig. Das könnte gefährlich werden. Ja, das war nix. Das war auch nix. Der Pass auch wieder falsch gelaufen. Also. Ich weiß nicht, wiederhole mich. Auch hier, wieso nimmt er den Ball an? Irgendwas haben sie da an dem Passsystem umgestellt. Irgendwie. Ich weiß nicht, warum der Ball immer andauernd nochmal angenommen wird von denen. Gutes Tackling. Die Fans von Leipzig glauben hier weiter an den späten Siegtreffer. Mit nichts, wir müssen erstmal wieder zurück, weil keiner so richtig sich da freiläuft. Boah, auch hier wieder Käse, Mann. Timo Werner. Kevin Campbell. Ja, dauert zu lange, dauert viel zu lange, bis er sich den Ball da irgendwie mal hingelegt hat. War eigentlich schön rausgespielt, das ganze Ding, aber... Oh, Ballverlust. Ja, boah.
Ja, wenn du einigermaßen so ein System da hast, wie du dich da richtig schön durchpasst, passt, dann hast du eben die Nummer hier, dass das alles, also dass du weggegrätscht wirst. Ja, schönes Ding. Also ich gebe es zu, so sollte der nicht laufen. Auch hier kann ich dazu sagen, dass das nicht so laufen sollte. Also es ist tatsächlich so. Okay. Es ist tatsächlich so, ja, ich meckere ja viel rum, wenn es nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte, aber auch hier an dieser Stelle sollte der Ball da eigentlich überhaupt nicht hingehen, aber war trotzdem sehr schön rausgespielt, ein sehr schönes Tor. 2-1-Sieg, man könnte angesichts der Tatsache, dass Köln zuletzt gewonnen hat und dass Leipzig unter der Woche aktiv war, das könnte vielleicht ein bisschen auch tricky werden für Leipzig, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass die so 2-0, 3-1 gewinnen. Also die müssen mit 2 Toren Unterschied oder so, würde ich sagen. Aber wir werden sehen, vielleicht ist es ja der Aufschwung jetzt für Köln. Mal gucken. Geplant ist, dass ich mir das Spiel auf jeden Fall reinziehe. Und ja, eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Morgen gibt es dann Frankfurt gegen Dortmund. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann sage ich einfach mal ciao.